Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Pixelmon mal anders Let's Play, wo wir einfach ein bisschen anders Pixelmon spielen, ein bisschen schön bauen und es uns gemütlich machen. Mit Taubsi, der Schwindel? Was heißt das? Bist du nicht ein echtes Taubsi? Auf jeden Fall trainieren wir ja das rosarote Taubsi, aber das ist der Schwindel. Nein, Taubsi sind immer pink. Und das ist eine andere Farbe. So sind Taubsis nie. Voltilam, du fliegst. Du schwebst. Fertig. Fertig, so komische Sachen machen. Ihr lausigen, lustigen Pokémons, meine ich. Ja, lausig sind sie schon noch ein bisschen, aber... Gut, wir haben einen Keller gemacht. Wir sind fröhlich am Fangen gewesen. Wir haben Erfolg gehabt dieses Mal. Im ersten Part haben wir ein bisschen Pech gehabt und im zweiten. Und jetzt müssen wir eigentlich einen Keller bauen. Haben wir das irgendwie draußen? Wir haben es draußen geplant zu machen. Irgendwie bin ich ein bisschen am Hängen. Okay. Wollen wir das hier bauen? Sieht eigentlich schön aus, oder? Ich habe nichts irgendwo anders. Ich bin jetzt gerade ein bisschen länger am... Ich habe ja lange Leistung gestern. Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, es ist nirgendwo hier. Wir haben also noch nicht angefangen, wir haben erst im Keller angefangen. Okay. Also, ich sehe jetzt gerade nicht. Also, das Bild ist okay. Aber ich sehe unten den Balken nicht. Okay, jetzt sehe ich aber... Weil ich hatte... Hat nichts sich verändert, oder? Hä? Ah, weil ich den Bildschirmmodus gar nicht anhabe. Ich habe nur Fensteraufnahme. Okay, jetzt ist klar. Ich war gerade ein bisschen verwirrt, dass mir OBS so viele Dienste gibt, oder? Aber klar, wenn man im Fenstermodus jetzt aufnimmt, dann hat man ja auch gar keinen Balken unten oder oben. Easy. Ich freue mich. So, also ich bin gut aufgelegt. Ich habe eben über 12 Stunden gestern gelivestreamt. Das gibt mir Kraft. Es nimmt mir nicht Kraft, es gibt mir Kraft. Ich finde es so toll, dass ich so fit momentan bin. Also ich freue mich einfach auch, dass ich euch doch auch ein bisschen zu Hilfe sein kann damit. Weil momentan ist YouTube echt leer. Also ich sehe es nicht nur an mir, wir bekommen immer weniger Zuschauer, es interessieren sich immer weniger für Let's Plays. Und das macht vor allem denen, die wirklich Geld verdienen müssen von diesen Let's Plays, mega Schaden, oder? Ich bin immer kostenlos als Hobby am Let's Playen, andere sind als Beruf und verdienen einfach viel zu wenig und hören deshalb auf. Und ich bleibe noch und verdiene immer noch nichts. Ich habe wenige Zuschauer, aber mir ist das nicht schlimm, oder? Und andere leiden so mega. Ich würde nicht gerne sie sein, die Süchtigen nach Geld und so. Ich bin eben nicht geldsüchtig. Ich schenke den Leuten, die mir gerne von Folgen hat, auch immer Geld oder etwas. Für Geld und deshalb ist es mir eigentlich egal. Ich habe es jetzt nur nochmals gesagt, weil es mir natürlich auffällt, dass immer mehr meiner Lieblings-Let's Play und Livestreamer aufhören. Wieso? Oh nein, das ist ein mega großes, kleines, winziges Pokémon. Also hoch. Hier waren wir schon. Aha, wir sind schon mal hier unten gewesen. Ja, wir sind da in der Höhle gewesen. Das ist uns rund um Haus, okay. Das ist ziemlich unter unserem Haus. So, ein Nebulak wollte ich ja fangen. Schaffe ich das? Habe ich noch Flottbälle? Nein. Levelbälle habe ich. Ich probiere es einfach mal, aber werde wahrscheinlich keinen Erfolg haben. Blattwerk. Das ist ja sowieso zu schwach. Okay. Einfach mal probieren mit einem Levelball. Hey, nicht wollglitschen. Kamera. Ich will nichts sehen. Ich will... Ich probiere es mal mit einem Hyperball. Hä? Ich hatte doch... Hatte ich 3 Levelbälle? Hyperball. Bitte, bitte. Ich brauche doch ein Nebulak. Ein weibliches Nebulak. Ein weibliches Gengar dann. Ja! Ja! Was? Jetzt geh, Katze, geh. Was sind denn das für Namen? Aha, mit einem Ultraball. Also mit einem Hyperball. Okay, easy. Wir sind im Kreis gelaufen. Nein, nein, das ist der Eingang zum... Okay, das ist ein anderer Eingang, aber... Wir sind irgendwie...
Oh, Zobiris, nein, das ist zu schwer zu fangen. Okay, das schaffen wir nicht mit den normalen Pokébällen. Hä? Wieso habe ich keine Kristalle oder so bekommen jetzt? Irgendwie hat sich Pokémon echt verändert. Also Pixelmon. Ich bin verwirrt. Was ist das jetzt gerade gewesen? Hä? Wieso bekomme ich Cobblestone? Ich verstehe das jetzt nicht so gut. Das brauchen wir noch. Hey, ich bin heute echt ein bisschen kontrollsüchtig nach OBS. Ich habe so das Gefühl, es ist müde vom Livestream gestern. Irgendwie habe ich jetzt gerade eigentlich wollen schauen, ob überhaupt mein Mikrofon genug lautstark ist. Aber ja, ich muss halt immer das Programm von Shure, wie heißt es, Motivmix anmachen, sonst habe ich zu leise. Es ist so blöd gemacht, dieser Entwickler ist so schlecht bei Apps. Die haben jetzt die App, glaube ich, dreimal gewechselt. Man musste dreimal eine neue App runterladen. Und so Sachen, ich weiß es nicht. Irgendwie sind sie nicht glücklich über ihren Job. Naja, wenn die halt Druck machen. Hat ja Ding auch zum Beispiel Nvidia ist das reichste Unternehmen der Welt. Und trotzdem haben sie so mega Probleme mit ihren Apps und so. Keine Ahnung. Die Leute wollen einfach kein Geld oder wollen nicht mehr arbeiten für ihre Apps und so, für Benutzer, oder? Die Benutzer sind einfach böse, weil sie viel Geld ausgeben für den Entwickler. Und ja, sind dadurch. Also ich habe leider, glaube ich, ein bisschen Performance-Probleme wieder wegen den Pixelmon-Spawns. Es ist, glaube ich, ein bisschen zu fest eingestellt. Nein, es ist wieder hoch. Aber jetzt habe ich gerade gemerkt, wegen der Kamera, wegen den Kamerabewegungen, es hat kurz geleckt. Also ich habe irgendwie das Gefühl, entweder spawnen zu viele Pokémon. Und das tut ja aber nicht gut. Oder es generiert etwas und tut dadurch natürlich sehr viel FPS fressen. Aber leider muss ich das noch anpassen, sonst stört es ja euch, wenn ihr es bemerkt. Also ich bemerke es halt, einen großen Bildschirm und so. Okay, YouTube hat ja auch einen großen Player. Also kannst du ja auch Vollbild machen. Aber manchmal, also ich habe wahrscheinlich ständig 60er. Jetzt habe ich wieder 39. Also es hat irgendwie noch Performance-Probleme. Das muss ich fixen. Also jetzt gerade sind wahrscheinlich vier Spawns hier unterirdisch und oberirdisch noch. Also das können wir kurz in den Config noch anpassen direkt. Das nicht vergesse. Also ich werde ja hier nicht irgendwie angegriffen von Monstern. Also hier habe ich kein Bild. Das mache ich einfach nochmal. Ja, ich will hier nicht in den Ding-Chat. Das kann ich sowieso löschen. Das ist eine Fehlaufnahme, oder? Eine Sekunde, wow, eine Sekunde Video. Cool, und das kann ich dann fertig machen. Ey, ich mache Sachen in einem Let's Play, was euch irgendwie gar nicht interessiert. Ich muss lieber Minecraft Conf. Ah, ich muss ja raus. Ich muss ins Hauptmenü, glaube ich, das nützt etwas. Also, das aktualisiert sich, weil man ja die Welt ladet. Pixelmon, Spawning, Editor. Und da muss ich irgendwas reduzieren, wie zum Beispiel Spawns per Pass 30 und da vielleicht auf 780, das reicht. Also, wenn zu wenig Pixelmon wieder spawnen, dann muss ich es halt wieder höher stellen, aber lieber Performance haben als irgendwie ja Probleme. Gut, so, also Balken wieder weg. Wow, ihr habt Magie, ich kann Balken entfernen. Hi. Ja, Pokémon mit Magie, die interessieren mich jetzt besonders. Also so Lichtel oder wie sie heißt. Diese kleine Kerze. Irgendwie so Magie, magische und Geister-Pokémon. Soll ich mal Geister-Pokémon ein bisschen verwenden? Okay. Liebes Spiel, du musst mich nicht belohnen, wenn ich ein bisschen Performance bringe, gell? Ja, okay. Die Spinne ist ein bisschen groß hier. Ich kann auch die Scale wieder ein bisschen runterstellen. Ich glaube, Pokémon sind manchmal ein bisschen zu groß.
Ja. Wir haben unter unserem Haus haben wir einen Spawner für irgendwelche Spinnen-Pokémon. Ja, die Riesenperle möchte ich auch. Oh, ja. Easy. So, also. Dann Spinnenspawner. Bauen oder Spawner aus Spinne. So. Ich denke, es ist schon ein Spinnenspawner, oder? Wenn da Spinnen rauskommen. Ich glaube, es sind alles Spinnenspawner jetzt, weil nur eine Spinnen-Pokémon spawnen könnte. Ja, wenn ich auch ein bisschen besser reden könnte. Okay, ich bin nicht oben angeschlagen. Gut. Nee, nee, nee. Meet me, meet me. Meet me. Irgendwas meet me. Ich höre es jetzt nicht so laut, aber irgendwie meet me. Ah, dick. Dick da. Wir können wirklich übersetzen, das ist so geil. Ich weiß, wie Pokémon auf Deutsch heißen. Aber sie reden Englisch. Wer braucht schon. Ah ja, können wir auch wieder aufstecken. Also, jetzt gehen wir, glaube ich, hoch wieder. Wir haben hier unten eigentlich nicht mehr so. Okay, der Stollen ist noch da. Aber den wissen wir, dass der am Spawn ist. Dummiesel, das könnte ich ein bisschen trainieren. Dummi-Miesel heißt, oder Dummi-Mimi-Insel, oder so, heißt die Weiterentwicklung, die neue. Die ist erst seit dieser Generation, die jetzt neu ist, oder? Nein, Galar. Zweitneueste, oder? Okay, ich brauche Pokémon-Experten. Bitte mal melden in den Kommentaren oder im Livestream. Ich muss ein paar Sachen diskutieren. Okay, wir sind draußen. Ich wusste, wir sind oben, aber ich wusste nicht, dass man gleich mal rauskommt. So, wunderbar. Okay, ich mache hier keine Fackel, damit ich weiß, ich muss hier noch erkunden. Okay, nicht so dringend. Schon wieder der Wurm. Der Wurm müssen wir trainieren. Ich muss ihn dann fangen, wenn wir genug Level haben. Schwächen und so. Und ich möchte gerne mal kurz Voltilan benutzen. Ein bisschen trainieren. Ja. Okay. Tut mir leid, sorry. Mietank tut uns zerstören mit der Gesteinsattacke. Walzer. Oder Boden? Nein, Gestein. Elektrik. Ja. Zickzack schaffen wir. Nein. Radfratz schaffen wir. Oh nein, wir haben nur Tackle. Wir haben nicht Donnerschock. Bitte, Voltilam, überlebe, bitte. Aber mach mal ein bisschen vorwärts gehen. Was? Tackle ist so stark von diesem Radfratz. Also Taubsi, die muss ja sowieso leveln. Du hast ja Schnabel. Nein, Windstoß. Okay. Hä, Taubsi hat doch immer Schnabel. Wieso hat das jetzt Windstoß? Ah, das ist mir, glaube ich, im letzten Part schon aufgefallen. Weil Windstoß wird doch von einem Taubsi dann erst ab Level 12 oder 11. Also früher war es so, die haben das verändert. Die haben Taubsi echt verändert. Nicht schlecht. Okay, das Radfratz ist unglaublich stark für sein Level. Also, wir tun mal die Erde raus. Erde kann man sammeln und dieses, wie heißt es? Verrottete Fleisch. Kann man halt nur vom Pokémon bekommen. Pokélud. So. Ich weiß nicht, aber ein Joghurt tut mir jetzt gerade ein bisschen schlecht im Hals. Ein bisschen. Wie sagt man dem? Ja, zu viel Gasentwicklung. Ich tue nicht rülpsen, aber solche Schlucken, so komisch. Gas rauslassen. Ja. Jetzt nicht so tolle. Wenn ich jetzt Let's Play mache.
So, das müssen wir dabei haben. Das Spiel zwingt mir, diesen Wurm zu trainieren und zu fangen. Er ist einfach noch zu hoch. Liebes Spiel, zwing mich nicht. Zwing mir nicht etwas an, das ich nicht will. Du Lausbube, du. Du lausiges Spiel. Lausiger Mod. Du bist nicht gut, Mod. Du bist nur sehr gut. Du bist unglaublich gut. Du nervst. Hey. Das Spiel will mir irgendwas sagen. Ich spiele nicht Pokémon, also kleine Viecher. Ich spiele gigantische Viecher. Und winzige Viecher. Diese Viecher müssen leiden. So, jetzt werde ich aber ein bisschen böse langsam. Gut, jetzt haben wir wieder Rohstoffe, also Holz. Holz vor der Bude. Also möchte ich hier noch anpflanzen. Den haben wir abgebaut, gefunden. Was ist das eigentlich? Was ist das für ein... Den habe ich noch nie gesehen. Ah, doch. Also die Vor... die Nicht-Mega-Entwicklung. Aha, der hat noch... Nee, das ist die... Das ist die Vorentwicklung und nicht irgendwie... Das ist kein Mega-Pokémon, ja. Können wir mal kurz Tag machen, bitte? Und dass du noch da bleibst. Ach bitte, schneller. Ich bin ungeduldig, ich will einen Screenshot machen. Geh weg. Nein, nicht. Geh weg, hat. Mann. Ich kann nie richtig Screenshot machen. Okay, ich habe ihn, glaube ich, geschafft. Ich schaue mal kurz, ob er gut auf dem Bild ist. Minecraft-Screenshots. Er ist sehr süß, aber er fliegt ein bisschen. Okay. Er ist ein bisschen, ja, hier am oben sein. Obendran. Okay. Haben wir jetzt gut FPS? Ja, nicht perfekt. Also Java hat total Mühe. Ich glaube, es liegt an Optifine. Aber ich möchte schon Optifine drin haben. Aber ich sollte vielleicht Optifine nicht ganz so extremst einstellen. Auf Qualität. So, wir haben ja geschlafen. Das heißt, wir töten jetzt langsam das Raupi. Noch nicht so stark sind. Ich glaube, das ist ein ja, Spezial-Pokémon und wir haben halt Deklos physisch. Ja, definitiv. Und deshalb ist Tackle so schwach. Ja, das ist immer passiert. Okay, am Anfang hat sie angegriffen noch. Und dann zweimal nicht mehr. Und jetzt haben wir Englisch Deck. Jetzt das dritte Mal hintereinander. Also ich finde, Paralyse ist einfach zu wahrscheinlich, oder? Zu hochwahrscheinlich. Ich finde irgendwie Paralyse wirklich das stärkste von allen. Es geht nicht weg. Es nervt uns ja, wenn wir paralysierte Pokémon haben. Und ja, es ist einfach zu heftig. Teddiosa könnte stark sein. Ich tue das, glaube ich, mit dem Taubsi. So. Wir sind der beste Pokémon-Trainer. Wir trainieren so hart mit unseren Pokémons, dass wir schnelle, große und starke Pokémon haben. Ist das irgendwie geschwächt jetzt? Hey, wir haben aber beide gleiche Geschlecht. Das Deutsch wieder mal. Ich bin ein Schweizer. Tut mir leid, wir sind immer schwieriger beim Reden. Beim Recht reden. Nein, ich habe jetzt momentan einfach nicht so das Gefühl, ich muss recht reden. Weil ich ein bisschen, ja, zu viel denke gerade. So schöne Pokémon nachdenke. So, sehr gut. Wunderbar. Also dann, ja, okay, wir haben noch viel Leben. Raupi, du könntest dich zweimal entwickeln. Wieso machst du es dann nicht? Wohle ist zu hoch, aber da brauchen wir ja die Wohle dann bald. Also ich gehe jetzt ein bisschen in die Richtung und schaue, dass ich ein anderes Biom finde. Ich glaube, so ein bisschen XP ist schon... Ah, wir haben Donnerschock gehört. Habe ich gar nicht gesehen. Also unser Pokémon hat Donnerschock. Seht ihr, das ist viel stärker. Also, ja, okay, das ist ja nur Level 2, aber trotzdem. Du bist Level 5. Schaffen wir dich?
Nebulak ist Level 15. Ah, Pichu! Ja, dann muss ich wechseln. Okay, Donner ist gegen Geist. Normal, glaube ich. Oder? Also Elektro. Donner ist auch eine Attacke, die setze ich nicht gerne ein. Die hat, glaube ich, nur 10 AP. Gegenstoß. Ich glaube, das wird stärker, wenn der Gegner schon angegriffen hat. Okay, da unten stand schon eine Erfahrung und da oben war noch voll Mimikma. Ah! Mimikma ist das Pikachu. Ah. Wo? Ich sehe kein Mimikma da. Ja, das ist das Pikachu-Geist-Pokémon. Okay. Der Kopierer. Moment kurz! Sie zieht bald aus und deshalb will sie die ganze Zeit mit mir zusammen sein. Ist Geist? Ja, okay, wirkt. Ah, nein, das ist die Güte. Aber wirkt, oder? Seine Verkleidung diente als Lockvogel? Verkleidung wurde entlarvt. Was heißt das jetzt? Okay, es hat normale Wirkung, das ist gut. Und es wurde selber verletzt von der Verwirrung. Wie kann man sich selber mit Verwirrung verletzen? Ja, indem man irgendwo runterhüpft. So, schön. Und dafür haben wir $80 bekommen. Okay, ist jetzt Standes. Sehr schön. Okay, Ultrigaria. Ist auch nicht schlecht. Ich möchte aber eher Giflor dann. Also Duflor wäre das dann. Aber Miraplar ist natürlich besser zum Fangen. So, Mauzi. Mauzi gegen Nebulak. Easy Kampf. Gegenstoß hat wieder. Ich finde irgendwie ein Pokémon so zu wenig Schadensattacke am Anfang, wenn man es. What the fuck? Sehr effektiv. Ah, das ist Biss. Biss ist Unlicht. Bautz, du schaffst das. Meine Güte, Bautz, du bist noch nicht Geist. Schnabel ist sehr effektiv. Meine Güte, Biss ist immer so stark am Anfang. Oh Gott, ja, wegen Rückschrecken. Ja, gut, aber ich möchte gewinnen. Hallo, ich bin nur weniger. 2 Level weniger. Ich möchte noch gewinnen. Ein Mauzi darf nicht gewinnen. Ich fange dich jetzt. Ich will ein weibliches Nobelikert. Ich fange dich jetzt. Du bist ein böses Pokémon, Marzi. Du bist böse, abgrundtief böse. Du bist geldsüchtig. Ich mag dich nicht. Du bist geizig. Deshalb level ich dich jetzt. So, Schattenstoß. Sehr gut. Ich dachte schon an Pokéloot, aber es ist ein Voltorb. Ich verwechsle das. Extra. Okay, Zopiris. Und du da? Ah, ne, Anemone. Zobiris an der Oberfläche? Okay. Voltilämpchen. Wow, ein starkes Voltilämpchen. So, jetzt sind wir ein bisschen weiter weg. Gut. Ja, der letzte Part war ja ein bisschen länger, weil ich ein bisschen AFK leider war wegen ihr. Und jetzt will sie mich wieder. Immer wenn ich Pixelmon aufnehme, will sie mich haben. So. Also da unten haben wir noch ein Dorf und da oben haben wir den Spawn gehabt im oberen Dorf. Ja, es ist cool, wenn so viele Flug-Pokémon auch sind. Das habe ich auch ein bisschen hochgetrieben. Ja, wir müssen tauchen. Das geht ein bisschen zu lange für uns. Wir sind doch so verwöhnt von diesem geilen Mod. Ich könnte endlos diesen Pokémon-Mod spielen. Also ich werde mal einen Livestream machen und ein paar Sachen farmen. Meinen. Ich werde vielleicht ein bisschen das Dorf ausbauen. Aber unser Haus bauen wir natürlich im Let's Play und in den Parts.
Und Pokémon fangen und so auch. Oder vielleicht einfach ein bisschen Pokémon trainieren noch zwischendurch. Also wenn ihr jetzt die nächste Folge schaut, dann habe ich natürlich ein bisschen Fortschritt auch bei den Pokémons. Und wenn wir natürlich irgendwelche speziellen Pokémon wie Shinies oder lilane Pokémon haben, dann fange ich die auch. Ja, denke schon, oder? Das werdet ihr ja nicht so verpassend fühlen. Und sonst schaut mein Let's Play, mein Livestream-Aufzeichnung Zeugs. Ich werde nicht langweiliger Let's Playen. Ich Let's Playe auf hoher Qualität und Livestreams werden nicht langweiliger sein oder so. Sondern ich gebe mir Mühe, dass es euch gefällt und sonst meckert. Schreibt eine Kritik und sagt, hey, du bist nicht motivierend um diese Zeit im Video. Mach das nächste Mal besser. The flood to land to make more room for the ocean. Das Fluten des Landes macht uns mehr, ja, Platz für den Ozean. Mega cool, wir können baden. Es hört sich ein bisschen kühler an, also cooler an in meinem Kopf. Aber es hat auch seine negativen Sachen. Ich gehe aber da durch. Also er möchte halt, er hat dieses Ziel, also will er das auch durchsetzen. Ja, ich hoffe, ich habe alles richtig übersetzt. Ich bin ja nicht so gut im Englischen noch. Das auch erst kürzlich mal ein bisschen gelernt mehr. Und sonst eigentlich nie Schule oder so gehabt, Englisch. Ja, Äpfel müssen wir nicht mitnehmen. So, dann haben wir wieder ein Dorf. So. Dann mache ich die auch wieder aus. Ja. Und hier oben haben wir auch wieder viel Loot. Oh, oh, das Spiel beschenkt mich zu viel. Uns. Wir sind ja alle dabei. Nicht nur ich spiele, sondern ihr spielt auch interaktiv mit. Ihr kontrolliert zwar nicht das Game, oder? Ihr spielt sozusagen nicht so, als würdet ihr ja selber steuern. Aber ihr macht mit, ihr dürft wählen, ihr dürft Feedback geben, ihr dürft euch alles interessant finden. Es darf euch gefallen, das ist das Wichtigste. Und wenn ihr inaktiv seid, wenn ihr interaktiv sein wollt und aktiv sein wollt, dann freut es mich natürlich riesig. Also nicht wundern, aber ich freue mich immer mehr auf euch. Auch wenn ihr inaktiver vielleicht werdet. Also manche. YouTube hat nicht mehr so eine Zeigekraft, oder? Jetzt muss ich mich entscheiden. Ein Lachs kann ich ja noch angeln, oder? Wir haben ja noch die Angel. Wir können angeln, oder? Gut. Und dafür gebe ich jetzt einfach mal derjenige, der es zuhört, der wird natürlich profitieren, die Chance, euch ins Spiel zu bringen. Ich weiß jetzt gerade nicht so viele Leute. Also, ich muss jetzt mal ein bisschen raten. Ich nehme einfach den Kaktus Baby. Nein, ein Kaktus, genau. Der heißt ein Kaktus. Das ist mein Programmierer. Und sonst, wenn er halt nicht geskinnt wird, dann ist es egal. Oh, ich habe das Haus nicht. Wir stellen ihn sonst hier an den Spawn. Aber ich muss jetzt kurz cheaten. Ja, jetzt cheaten. Weil wir brauchen diese Embassy Wand. Und die kann man, glaube ich, nicht craften oder nicht mehr. Ging früher. Embassy Stab. So. Hier hin. So, also ein. Ich glaube, so ist richtig. Ich bin mir nicht so gut im Namen merken manchmal. Und Modell, Textur ist es, glaube ich. Spieler. Ein. Schauen wir mal. Das ist er, oder?
Ja. Hä? Oh, ich frage ihn noch, wie er genau heißt. Und wieso tust du nicht dich hier hindrehen? Schaut nach, irgendwo. Irgendwo ist. Muss sie sehen. Unsichtbarer Angriff. Wasser zurück zum Start. Gegner gefunden. Hey, das hat sich ein bisschen verändert, das Zeugs. Ich will einfach, dass er zu mir schaut, oder? Irgendwie geht das nicht direkt. Ich gebe ihm Flügel. Ach komm, dreh dich. Also da muss ich mir noch ein bisschen. So. Du bist Musiker. Und wenn ich dich jetzt anrede, genau, kann ich ein paar Sachen reintun. Könnte ich. Ja, egal. Also, er schaut zu mir, aber er dreht sich halt auch. Okay. Also das ist jetzt mein erster NPC. Und wenn eben irgendwas nicht stimmt, falsches Skin, falscher Name und so, dann mache ich das natürlich noch richtig. Aber falls ihr Lust habt, schreibt mal euren Name-Tag, also eine Spielername, rein. Und auch wenn ihr Bedrock oder so spielt, geht's, glaube ich. Und Konsole. Oh, muss ja nochmals zurück. Ich mache es nicht viel und deshalb vergesse ich das gerade. Jo. Also, Dankeschön fürs Zusehen. Ich gehe noch zurück. Ja, hier übers Wasser einfach. Da haben wir ein Boot dabei. Nein. Und jo. Freue mich, eben, wenn ihr natürlich ein bisschen mitmacht auch. Aber ja, nicht gezwungenermaßen. Also, wenn es euch stört, dass ihr viel machen müsst oder so, müsst ihr natürlich nichts machen. Also, nicht viel machen. Und jo. Einfach, ich bin glücklich, auch wenn ihr ein bisschen Interesse zeigt und. Ja, also sie stört wieder. Dankeschön und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.